Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ja, ich bin's der Dü und wir haben, ja, die letzten zwei Folgen hatten wir ja auf jeden Fall ein paar Themenfolgen gehabt. Wir werden, bin mir gar nicht sicher, ja, der Julian, der ist sowieso, also der Julian ist heute nochmal wieder nicht mit dabei, ich habe ihm gerade Bescheid gesagt, aber der ist momentan in der Stadt und fängt Pokémon. Ja, GG. Wird auch wieder nur eine etwas kleinere Aufnahme für den Moment, weil ich dann gleich noch jemanden holen muss und ja, da so ist das halt eben, ne? So, das heißt, wir werden auf jeden Fall mal schnell noch ein paar Echsenmänner erledigen und ja, einfach mal schauen, ob ich ein Thema jetzt für diese Folge zusammen finde, ne? Wie gesagt, es sind ja jetzt ein bisschen Themenfolgen, weil der Julian nicht mit dabei ist und ich jetzt für meinen Teil nicht unbedingt großartig oder ich auch relativ kurze Aufnahmen momentan mache und ich da jetzt nichts enorm Großes halt eigentlich anfangen will und kann und mache und deswegen ist das jetzt so für den Moment halt auf jeden Fall erstmal der Fall. Ja, was können wir denn so Schönes besprechen? Hätte ich mir aber lieber mal vorher irgendwo eine Notiz gemacht, was man denn da so richtig mal bequatschen könnten. So, zack. Aber ja, erstmal spielen wir ein bisschen, ne? So, ganz normal, ne? So, zack. Okay, so. Ja, doch, wir könnten mal, stimmt, richtig, wir können mal über, ja, genau, das liegt mir auch noch ein bisschen auf dem Herzen. Das können wir mal ein bisschen, wie soll man sagen, mal ein bisschen bequatschen, sagen wir es mal so. Ne? So, gestern habe ich mir nochmal Gedanken halt dazu gemacht und, also für sich, man macht sich ja immer mal ein paar Gedanken, ne, ist ja immer ganz normal. Ne, so, und ich für meinen Teil hätte vermutlicherweise, ja, Stand aktuell lieber ein Studium anfangen sollen. Das ist, ärgerlich momentan, weil aktuell viele Sachen nicht so gut oder so laufen, wie ich da die gerne hätte. So, viele Sachen meine ich damit, ich bekomme gefühlt in meiner Ausbildung oder in meinem Ausbildungsbetrieb nicht so viel beigebracht. Also sprich halt irgendwie, gefühlt habe ich bisher noch nicht so viel mitnehmen können. Ein paar Sachen ja, aber noch nicht so die großen Geschichten und großen Sachen halt eigentlich, ne? So, ich weiß jetzt, wie die betrieblichen Abläufe ein Stück weit laufen oder wie das, wie die betrieblichen Programme halt ein Stück weit funktionieren. Aber, naja, es ist momentan halt auch mehr oder weniger brotlose Kunst als irgendwie großartig was anderes halt, ne? So, das ist dann halt natürlich die andere Geschichte, ne? So. Aber es ist, wie gesagt, irgendwie ein bisschen Theorie wird man vermutlich sowieso dann auch in der Schule, im schulischen Teil halt auf jeden Fall vermittelt bekommen. Naja. Aber, die andere Geschichte ist natürlich die, meine Freundin macht ja auch eine Ausbildung, geht in denselben Bereich hinein, aber doch ein bisschen anders, halt auch Richtung Computer oder Richtung Informatik, aber halt eher Richtung Programmieren halt, ne? So, und dann ist dann hier auch vorbei mal herausgekommen, dass sie halt in der Zeit, wo ja, der Betrieb halt sozusagen, wo Schule eigentlich ist, im Normalfall, sie in den Betrieb noch muss. Naja, gut, das ist natürlich so ein Ding für sich, ne? Ist ein kleiner Betrieb, ne? Eigentlich, aber im Normalfall gibt es sowas nicht. Muss man mal schauen, wie man das anstellt. Gefällt mir persönlich momentan auch noch nicht. Vielleicht kann ich da irgendwie über anonyme Sachen irgendwie was, was reißen. Also, weiß nicht, man will sich ja gerade noch zu, wenn der Vertrag noch in der Probezeit steckt, man will sich ja auch nicht mit den Leuten und Kollegen halt verscherzen. Aber vielleicht kann ich für meinen Teil da halt irgendwie, gibt ja dann immer irgendwie eine Ausbildungsverordnung auch und kann ich für meinen Teil dann halt irgendwie da halt was, noch was reißen halt, ne? Mit meinen, im Grunde genommen, ich nenne es jetzt mal anonymen Informationen halt, ne? Muss man mal schauen. Ne? Vielleicht kriege ich da was hin. Muss ich mal gucken, ne? Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal drum kümmern müssen, ne? So, die andere Geschichte ist natürlich diese, ne? Ja, der finanzielle Part, ne? Der ist halt immer noch nach jetzt mittlerweile 2 Monaten oder 3 Monaten. Ja, sagen wir mal, oder einigen wir uns auf die Mitte 2,5 Monate. Das kommt nämlich auch wirklich hin. Ist der finanzielle Part immer noch ungeklärt.
ungeklärt bedeutet so viel wie, es ist nichts geklärt. So. Aber irgendwie nur 8 Schlamm bisher. Irgendwie nicht so viel. Nicht so berauschend bisher, die Schlammdroppade. Oh, da sind ja nicht mal 2 gedroppt hier. Ja, und, ja, es ist natürlich, ja, natürlich mein Wille. Ich für meinen Teil bin einer, der immer gerne ein Stück weit finanzielle Planungssicherheit hat. Und ich hoffe, dass natürlich auch noch alles irgendwie sich zum Positiven wendet. Aber wird man mal sehen. Also wie gesagt, ich habe, kann ich nur nochmal so sagen, ne, ich hatte mich ja wirklich sehr intensiv mit dem Thema Wohngeld auseinandergesetzt. Wenn das durch ist und der eine oder andere Fragen dazu hat, kann er sie mir dann auf jeden Fall gerne auch mal stellen. Und naja, gut. Naja, und Ende vom Lied ist halt bei diesem Wohngeld, dass sich da leider bisher halt noch nichts ergeben hat. Den Antrag selbst habe ich hier Ende Juni gestellt und wir sind jetzt mittlerweile bei Mitte September und da ist immer noch nichts passiert, also noch nicht, also noch keine Bearbeitung erfolgt, keine endgültige Bearbeitung. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 10 Wochen und das ist natürlich schon eine ganz schön üble Geschichte momentan. Und natürlich auch eine Sache, die mir aktuell natürlich nicht so besonders gut gefällt. So, zack, 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 zack. Okay, so. So, zwei Stück brauchen wir noch. So, und da stellt man sich natürlich auch, da ist natürlich dann auch die Frage, da darf man sich natürlich auch die Frage stellen. Weil ich momentan, muss ich sagen, mit dem Geld, was ich aktuell zur Verfügung habe, gehe ich plus minus null mäßig auf Arbeit, kann man so sagen. Also ich verdiene halt null. So kann man das halt so sagen. Also momentan ist die Ausbildung ist halt null ertragreich momentan. Ich kann da halt momentan auch nichts weglegen oder sparen oder ähnliches. Ne? Wusste ich teilweise vorher, aber wie gesagt, es hätte natürlich auch so sein können, wenn natürlich die finanziellen Mittel mal geklärt wären, ne? Wenn sich die Leute mal beeilen würden, beziehungsweise wenn die Leute mal arbeiten würden, beziehungsweise sagen wir es mal so anders. Ich will jetzt auch niemandem da unterstellen, dass er nicht arbeitet, aber ich möchte sagen, dass wenn es schon bekannt ist, ne, dass solche Anträge teilweise relativ lange dauern, dann sollte man gegebenenfalls als Stadt mehr Menschen für diesen Bereich halt einstellen. Ne, weil wie gesagt, letzten Endes sind die Leute, also im Grunde genommen halt auch ich, auf finanzielle Unterstützung und auch auf dieses Geld halt mit angewiesen. Ne, und wenn es da halt nichts gibt, ne, oder beziehungsweise wenn das halt Ewigkeiten dauert, bis da was berechnet wird, dann ist das natürlich eine scheiß Aktion halt, ne? Und da braucht man natürlich nicht drum herum zu reden, ne? Wie gesagt, das ist halt einfach viel zu lange. Ne? Boah, bis zu 3 Gold, neuer, also fleißiger Akas. Bis zu 3 Gold, wow, also das ist, das ist richtig, richtig viel. Die Inflation jetzt innerhalb der Zeit, wo ich angefangen habe, einfach ums Dreifache gestiegen, ne? Das ist schon ziemlich crazy, ne? Julian hat ja auch ständig, also der pendelt ja auch immer irgendwie bei plus minus null Gold. Hat aber irgendwie trotzdem immer irgendwie bisschen was an Kohle trotzdem noch da. Und scheinbar geht das halt wirklich relativ schnell. Dann, wenn du wirklich einen relativ hohen Charakter hast, gegebenenfalls vielleicht nochmal ein paar Sachen verkaufen kannst oder verkaufen willst. Da kann man sich auf jeden Fall dumm und dämlich auf jeden Fall damit verdienen. Ja, das ist natürlich auch klar. So. Ja, Mount sagt nein. Und So, zack, zack. Okay. Lalalala. So, also ich sag's mal so nochmal, um da halt nochmal auf das Thema zu kommen. Mit jetzt Ämtern und Co. beziehungsweise auch finanzielle Hilfen von woanders. Da ist es natürlich so, ich für meinen Teil sehe schon ein, ne, viele Leute, bla bla, hast nicht gesehen, wollen auch diese Hilfen haben und so weiter. Aber man kann es halt nicht an den Leuten auslassen. Und 10 Wochen ist halt einfach wirklich viel zu viel.
Da braucht man auch nicht wirklich viel darum rumzureden. Das sind sogar 10 Wochen im, wie soll man sagen, in den Sommermonaten. Das heißt, das sind eigentlich sogar am Ende mehr Wochen. Müsste man wirklich mal genau ausrechnen. Das heißt, wir sind dann wirklich dann auch schon demnächst. Wir sind jetzt den Montag nämlich am Freitag auf. Das heißt, frühestens kommt da irgendwie vielleicht noch morgen. Wer könnte vielleicht noch was in der Post sein? Aber gehe ich mal nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass frühestens nächste Woche irgendwas in der Post ist. Und das bedeutet, wir sind dann bei roundabout 10, 11, 12 Wochen. Und das geht halt einfach überhaupt nicht. Ja, da kann man sich natürlich aufregen drüber. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unschöne Sache. Gefällt einem natürlich auch so überhaupt nicht. Zumal ich halt auch wirklich ganz gerne mein Aufnahmezimmer halt mal einrichten wollen würde. Da fehlen mir noch 100, 200 Euro. Und die habe ich momentan leider wirklich noch nicht zusammen. Ja. Und ist einfach so. Ne? Wie gesagt, man hat auch noch andere Ausgaben. Gerade ich für meinen Teil muss natürlich sehen, wie ich auch noch zur Arbeit komme. Benzin, bla, Auto, bla, hier, da, bla, überall, bla. Ja, und da muss man, wie gesagt, das ist echt schwierig. So, zack, 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 zack. So, jetzt habe ich aber auf jeden Fall für diese Folge auf jeden Fall genug rumgejammert und rumgeweint, ne? Aber um da halt nochmal abschließend halt was zu sagen. Also es ist nämlich so, dass ich, jetzt verhungern werde oder sowas in die Richtung, ne? So ist es natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch so, dass man gerne finanzielle Planungssicherheit hat, weil ich würde gerne wissen wollen, wie viel Geld mir wirklich jetzt im Monat halt dann halt am Ende halt auch zusteht, ne? Weil momentan kann man das halt ja relativ schwer sagen und auch die ganzen Internetrechner sind dann halt alle teilweise relativ für den Arsch, weil man sich bei da halt am Ende halt sowieso immer eine andere Berechnung auch rauskommt. Und genau aus diesem Grund müsste man halt sehen, wie es halt weiterläuft. Ja, so, wir können jetzt hier auf jeden Fall nochmal abgeben, schön. Nee, doch nicht. So, da fehlt Schlamm. Viel Schlamm fehlt mir. Das heißt, ich brauche hier einmal Schlamm. Schlamm. Naja, gut. Zweimal Schlamm noch. So, lalalala. Ja, so ist das halt eben, ne? So. Aber ich für meinen Teil erwarte halt einfach eine schnellere Bearbeitung halt der gerade halt bei dem Wohngeldantrag, ne? Das ist halt wirklich ein Ding für sich, ne? Also. Geht halt wirklich nicht, ne? Also wie gesagt, wenn ihr dann mal irgendwann mal in die Lage kommt, dieses Geld zu beantragen, dann könnt ihr euch wirklich schon je nach der Region und Stadt halt auf wirklich ultra lange Wartezeiten halt gefasst machen. Ja, und also zusammengefasst kann man wirklich so sagen, ne? Ich habe ja auch teilweise Hartz-IV-Anträge schon ausgefüllt, ne? Und mir die Zeit genommen, die auszufüllen. Und man kann wirklich sogar sagen, dieser Wohngeldantrag gedöns. Nur von Formularien her betrachtet, ist halt auf jeden Fall Dollar wie Hartz IV. Und Hartz IV ist teilweise schon, da braucht man schon eigentlich immer relativ viel. Weiß jetzt beim letzten Mal, also als ich das beantragt habe, ging das halt eigentlich, ne? So. Aber für alle die es halt jetzt nicht wissen, wie gesagt, befinde mich ja aktuell in der Ausbildung. Hatte ja jetzt dieses Jahr eine Übergangszeit zwischen Schule und Ausbildungsbeginn und musste sozusagen diese Übergangszeit halt ein Stück weit überbrücken. Ja, die Ausgaben sind allerdings die ich habe, sind ja allerdings laufend. Das heißt, die setzen jetzt mal den einen Monat leider ja nicht aus. Ne? Kennt ihr ja mit Sicherheit auch, ist ja ganz normal. Ne? Da kannst du ja nichts machen dran. Und deswegen ist das natürlich eine schwierige Geschichte. So, die macht das gut, hat das wirklich gut gemacht. Muss man sagen, ich werde die auch gleich mal einladen, weil sie hat die Monster nicht angehittet. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ich lade die einfach mal ein. Warte mal, sie musste das ja nicht machen. Muss ja auch nicht unbedingt immer in Gruppe gehen, theoretischerweise. Ne? Ja, jetzt muss ich die Nummer bekommen hier. Ja, also in Gruppe einladen. So, jetzt ist sie bei uns schön in Gruppe. Wunderbar, da haben wir doch innerhalb von 15 Minuten fast hier fast eine volle Gruppe hingezimmert bekommen. Das ist doch wunderbar. Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass wir nur noch ein einziges Mal hier hin müssen und wir dann halt auch fertig sind. Also wahrscheinlich noch zweimal die Quest hier und dann wird die auch nicht mehr sein. Geht vermutlich auch nur bis 71.
Und weiß gar nicht. Ich glaube, der Julian selbst, der hat sogar schon ein Level abgemacht, ja. Oh, den Level. X-Lil? Ja, 71. Ja, genau. Siehst du. Sieht man ja mal, wie ich wieder recht habe, ne? So, das bedeutet, er wird, beziehungsweise ich vermisste jetzt eigentlich versuchen, sowieso ein bisschen noch aufzuholen, ne? Ist alles kein Problem, ne? Und, ja. So, ansonsten kann ich noch sagen, wie gesagt, die Folgen werden jetzt wieder ein bisschen pünktlicher kommen. Die vorletzte Folge ist ja ein bisschen ausgefallen. Und, ja, wie gesagt, ich werde mich dann heute ransetzen und auf jeden Fall mal ein paar Videos wieder rendern. Und, zack. Zack. So, zack. So, und irgendwie habe ich immer noch eine increased Attack Speed Buff drauf. Und ich würde sagen, das muss es dann erstmal gewesen sein von dieser Folge her. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Lasst ein positives Feedback da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.